Ja, herzlich willkommen zum ersten Videotutorial. Das ist die Vorstellung der Lösung der NABA 2 Klausur aus dem Wintersemester 2015-16. Es ging um Folgendes. Gegeben war die Situation, dass ein Einfamilienhaus saniert werden musste hinsichtlich der Wärmeerzeugung und hier dargestellt die entsprechenden Zinssätze und die beiden zu untersuchenden Szenarien. Gasbrennwert versus Luft-Wasser-Wärmepumpe. In der ersten Aufgabe sollte dann berechnet werden der Gesamtbarwert der Anlagenkomponenten, der Barwert der Energiekosten, die Annuität und die Wärmebereitstellungskosten. In der zweiten Aufgabe dann entsprechend die Ökobilanz anhand der vorgegebenen Datenblätter. Jetzt geht's los mit dem Barwert der Anlagenteile. Szenario A und B. Investkosten sind klar, das sind ja automatisch die Barwertkosten. Bei Wartung und Instandhaltung ergeben sich nach 5, 10 und 15 Jahren die entsprechenden Beträge, wobei hier zu beachten ist, dass ich die Differenz aus Kalkulations- und Preissteigerung berücksichtigen muss. Dann ergeben sich die entsprechenden Barwerte. Bei den Kapitalkosten habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich berechne nur die Kapitalkosten der Investkosten oder Invest und Wartung und Instandhaltung. Hier vorgestellt die Variante A, das heißt nur die Kapitalkosten der Investkosten. Entsprechend dann mit linearer Abschreibung über die entsprechende Laufzeit. Dann ergibt sich der Gesamtbarwert der Anlagenteile wie folgt, und man kann sagen, Szenario A ist deutlich wirtschaftlicher als Szenario B, wenn ich mir nur die Gerätekosten anschaue. Im nächsten Schritt wird jetzt berechnet der Barwert der Energiekosten und hier als Besonderheit zur Vereinfachung, die Preissteigerung der Energie ist gleich dem Kalkulationszins, das heißt, ich habe hier keine Zinseffekte zu berücksichtigen. Ich kann also die jährlichen Energiekosten über die Betrachtungsdauer, über die Laufzeit einfach hochrechnen, ohne auf- bzw. abzudiskontieren. Und hier sehen wir dann schon den Unterschied. Das heißt, die Energiekosten Variante A sind deutlich höher als bei Variante B. Aus dem Gesamtbarwert kann ich jetzt die jährliche Annuität berechnen, entsprechend der Formel aus dem Skript. Über die Laufzeit, die Nutzungsdauer der Anlagenteile. Und man sieht, dass hier schon das Szenario B günstiger ist. Deutlicher wird das dann noch bei den Wärmebereitstellungskosten, das heißt die Kosten, die erforderlich sind, um die benötigte Nutzenergie bereitzustellen. Wenn ich das jetzt untersuche, ergibt sich aus dem geringeren Nutzenergiebedarf aus den geringeren Annuitäten bezogen auf den Nutzenergiebedarf eine Wärmebereitstellung, die bei Szenario B wesentlich geringer ist. So als Variantenuntersuchung, wie würde sich Szenario A verändern, wenn ich ein zinsfreies Darlehen von einem Hersteller zum Beispiel zur Verfügung hätte? Qualitativ kann man sagen, die Kapitalkosten entfallen und A wird günstiger, der Barwert verändert sich entsprechend. Daraus folgt dann auch eine Veränderung der Annuität und der Wärmebereitstellungskosten und trotzdem ist Szenario A immer noch nicht wirtschaftlicher als Szenario B. Bei der zweiten Aufgabe ging es dann um die Berechnung der Ökobilanz der Anlagen, die sich aus den entsprechenden Datenblättern für die Herstellung und End of Life ergeben, sowie aus der Ökobilanz der Endenergie, Gas versus Strom, hier dargestellt für den CO2-Bedarf oder CO2-Aufkommen. Und man sieht auch hier einen sehr deutlichen Unterschied, wenn ich das dann auf die Nutzenergie nochmal beziehe, dass ich bei Szenario A das fast Vierfache an CO2-Emissionen haben werde.